Und damit willkommen beim neuen Projekt. Und zwar spielen wir Shadowman. Ein ziemlich gutes Spiel aus dem Jahr 1999 müsste es sein. Und worum es geht, das werden wir jetzt sehen. November 1888. An meinen Taten sollt ihr mich erkennen, denn ich bin Jack, der flinke Jack, Jack the Ripper. An meinen Taten sollt ihr mich erkennen, denn sie sind wahrhaft grausam. Alle schloss ich sie in mein Herz: Marianne Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Adoes, Mary Kelly. Und liebte sie. Gott, ich liebte sie alle. Die unsterbliche Macht jedoch, nach der ich strebte, mit den erbärmlichen Hüllen ihrer Körper, das noch schlagende Organ der Seele, ich konnte sie nicht finden. Nutzlos war das Ritual des Messers. Hier stehe ich nun mit leeren Händen da und muss das blutige Ritual darum an mir selbst ausführen. Halte ein, Jack. Hör, was ich zu sagen habe. Wie habt ihr diesen Ort gefunden? Wer seid ihr? Legion ist mein Name, denn unser sind viele. Die unsterbliche Macht, der du entgegenstrebst, es gibt sie wirklich. Sie liegt tatsächlich innerhalb der Seele, doch nur in ganz besonderen, in besonderen dunklen Seelen. Mein Gott, was seid ihr, dass ihr solche Dinge aus dem Nichts erzeugen könnt? Ich bin nur ein Forscher, so wie du selbst. Und was wollt ihr von mir? Du bist Architekt, nicht wahr? Das stimmt. Dann möchte ich, dass du dem Schmerz eine Kathedrale baust. Einen Ort, wo du und ich und andere wie wir zusammenkommen können. Einen Ort des Asyls für alle einzigartigen und unverstandenen Geschöpfe, die dir folgen werden, wenn die Zeit des Armageddon naht. Und im Herzen des Asyls konstruieren wir eine große, dunkle Maschine, angetrieben von Seelen gleicher Art. Mit ihrer Macht errichten wir eine unsterbliche Armee zur Strafe und zur Säuberung dieser jämmerlichen kleinen Welt. Und wo soll ich diese Kathedrale errichten? Jenseits des Schleiers, in der Dunkelheit, inmitten der ruhelosen Geister derer, die hinübergingen. An dem Ort, der bekannt ist als Reich der Toten. Dann muss ich sterben, um euch zu folgen. So lautet die Prophezeiung. Wir können nicht scheitern, denn unser sind viele. Denn unser sind viele. Amen, sage ich dazu. Das Ende kommt schneller, als Sie denken. Hey, Spaceman! Fangt mich das doch! Ist das Ende. Denn unser sind viele. Es kommt eine Finsternis. Was ist los, Agneta? Ich hatte einen Traum, Shadowman. Einen schlimmen Albtraum. Einen Traum vom Reich der Toten. Die fünf sind gekommen. Die Vorboten der Apokalypse. Deacons Akten bestätigen all meine Befürchtungen. Das Ende naht, Shadowman. Eine alte Prophezeiung kündet von der Rückkehr des Bösen in das Reich der Toten. Eine furchtbare Macht, die dunkle Seelen unter ihre finstere Herrschaft bringt und deren Kräfte nutzt, in diese Welt hinüber zu gelangen und die Apokalypse herbeizubeschwören. Und gerade ich muss dieses Böse daran hindern, stimmt's? Du bist der Einzige, der uns helfen kann, Shadowman. Du, der Wanderer zwischen den Welten. Mir ist der Weg ins Reich der Toten verwehrt.
Und Jaunty ist in beiden Welten praktisch nutzlos. Du kannst als Einziger etwas dagegen tun. So wie es schon immer gewesen ist. Aber mit etwas derart Bösem hast du noch nie zu tun gehabt. Es ist das reine Böse. So rein, dass selbst die einstigen Behüter der dunklen Seelen es nicht zerstören konnten. Sie konnten es aus dem Reich der Toten nur verbannen. Doch war ihnen bewusst, dass es irgendwann zurückkehren würde. Daher die Prophezeiung von seiner Wiederkehr. Jetzt sind die Kräfte der Ahnen fast dahin. Und die begehrten dunklen Seelen sind dem Bösen schutzlos ausgeliefert. Und darum nun musst du, Shadow Man, ins Reich der Toten gehen und die dunklen Seelen wieder an dich nehmen. Nimm sie unter deinen Schutz, bevor das Böse sie unter seine furchtbare Herrschaft bringen kann. Okay, nur um die Sache klarzustellen. Wenn ich diese dunklen Seelen nicht zurückhole, dann bedeutet das das Ende der Welt, richtig? Genau, c'est vrai. Verdammte Scheiße. Hör mal, ich muss los. Ich hab noch viel zu erledigen. Nimm Deacons Akte, wir treffen uns im Morgengrauen in der Kirche auf dem Hügel. Deine Sachen habe ich dort in sicherer Verwahrung. Ich hasse diese Schanze. Nichts als eine Schachfigur in Nettis großen Plan. Ihre Wege sind unergründlich. Und Bruder, was sie mit mir macht, manchmal auch. Dagegen ist nichts mehr zu machen. Sie hat meine Knochen schon der Schattenmaske angepasst. So lieb und zärtlich, wie man sich's nur wünschen kann. Bleibt mir ja sowieso nichts anderes übrig. Es ist schließlich meine Schuld, dass Luke tot ist und meine Eltern auch. Alles, was noch kommt, habe ich verdient. Alles, was mir widerfährt. Ich kann nicht leben und kann nicht sterben. Das Reich der Toten ist mir wie auf den Leib geschnitten. Ein Ort des Nirgendwo. Der Ort am Arsch der Welt. Aber wo ist nur diese verdammte Kirche? Und damit willkommen im Spiel. Wie ihr sehen könnt, ist die Grafik natürlich nach all den Jahren nicht mehr die allerbeste. Aber braucht meiner Meinung nach viel mehr ankommt. Das Gameplay ist, finde ich, immer noch super. Und auch die Soundumsetzung ist, finde ich, extrem gelungen. Einerseits von den Soundeffekten, andererseits aber auch von den Sprechern, die hier sehr, sehr hochklassig sind. Was ist das? Kann nichts damit machen. Gucken wir mal, ob wir damit irgendwas später anfangen können. Hier. Noch so ein Herz. Also müssen wir da oben über die Brücke laufen. Ah, das Inventar. Wir haben noch eine Akte von Nettie. Steckbriefe der Massenmörder, Oktober 1999. Steckbrief Nummer 1. Echsenkönig, Dr. Victor Batrarian. Steckbrief Nummer 2. Gerichtsvollzieher, Marco Cruz. Steckbrief Nummer 3. Videohorrormörder, Milton Pike. Steckbrief Nummer 4. Heimwerkermörder, New York City. Steckbrief Nummer 5. Jack 2, London, England. Agneta, hier sind die Informationen, die du über die Massenmörder haben wolltest, die du die 5 genannt hast. Meine Untersuchungen haben mich in Gebiete geführt, in denen ich normalerweise nicht tätig werde. Soweit ich erkennen kann, keine Spur von Dämonen Asmodeus. Laut meinen Quellen sind alle Berichte brandaktuell, insbesondere die über Batrarian, Cruz und Pike. Der Batrarian-Bericht insbesondere ist auf dem letzten Stand. Ich habe einen Zeitungsartikel beigelegt, der erst letzte Woche erschienen ist. Von besonderem Interesse bei der Durchsicht der Informationen sind die Symbole und Gedichte, die an den Tatorten hinterlassen wurden. Zusammen mit der Wendung, denn unser sind viele, die vermutlich aus der Bibel stammt. Markus 5, Vers 9. Stecken diese Kerle alle unter einer Decke oder ist das nur Zufall? Da ich dich einigermaßen kenne, Nettie,
kann ich irgendwie nicht an Zufall glauben. Jedenfalls hoffe ich, dass du mit dem Zeug was anfangen kannst. Herzliche Grüße, Tom. Dr. Victor Calbert Trarian. Kommt aus der Schweiz, gebildet, ist Arzt geworden. Viele Leute wurden tot aufgefunden, beziehungsweise sind verschwunden, die mit seiner Praxis zu tun hatten. Tötete noch zwei Deputies auf der Flucht. Und er hat ein Symbol wie eine Echse. Und das Gedicht, das wichtig sein soll. Sehr geehrte Herren, sein Reich habe ich um die Welt gebracht und eine blutige Säuberung ist nahe. Ja, sie ist längst überfällig. Ich bin der Führer der Fünf, der Wächter am Tor der Seelen. Dem Kommen seiner ruhmreichen Armee werden wir den Weg bereiten. Und ans Fanal verlangen wir Opfer, Blutopfer zu seinem Ruhme. So wisset denn, dass der Weg zu eurem Golgatha glatt von eurem Blut sein wird, denn unser sind viele. Ich verbleibe wie immer verachtungsvoll der Ihre, der Echsenkönig. Der Echsenkönig ist Führer der Fünf. Aus dem südlichen Kerker bricht er blutig sich Bahn. Wahrer Hass findet stets einen Weg, in ihm wird die Finsternis offenbar. Deine Augen leer wie eines toten Mannes Blick, kalt wie das Licht eines sterbenden Sterns, denn unser sind viele. Nummer 2. Marco Roberto Cruz. Noch er hat ein Symbol. Sieht fast aus wie ein Blitz oder sowas ähnliches. Natürlich hat auch er wieder ein Gedicht. Denn in den westlichen Wüsten findet er eine Gestalt. Er ist das Kind mit dem Mund voller Blut. Die Trostlosigkeit vor dem Anbruch der Zeit. Er ist das eiskalte Funkeln im Auge des Mörders. Das grausame, wilde Herz jeder Freveltat. Denn unser sind viele. Milton T. Pike. Der hat mindestens 10 Leute getötet. Und auch er hat wieder ein Gedicht hinterlassen. Und siehe, wenn Krieg ein Antlitz hat, zeigt dieser der Fünf diese blutige Maske, die Ohren gespitzt, jeden Schrei auszukosten, Zähne gebleckt, den Kadaver zu häuten und die Zunge bereit, dieses Gefäß trocken zu legen, denn unser sind viele. Und auch er hat wieder ein Symbol mit 2 gekreuzten Speeren. Der Heimwerkermörder, ein Unbekannter. Ein T oder ein Nagel oder sowas. Würde zum Heimwerker passen. Und es scheint, er macht sehr, sehr seltsame Sachen mit seinen Opfern. Auch er hat wieder ein Gedicht hinterlassen. Aus Ost kommt das schwachsinnige Ungeheuer, mit Nägeln kündend von seinem blasphemischen Plan. In Kammern, dunkel noch, erwartet es den Schatten, Ebenholzkörper, Narben der Macht. Dunkle Erlöser mit entsetzlicher Kraft, denn unser sind viele. Und Nummer 5, Jack Two. Er soll bisher 4 Frauen ermordet haben, die einige Parallelen mit den Morden des berüchtigten Jack the Ripper haben. Auch er hinterlässt wieder Gedichte. Die Wächter am Tor der Seelen bereiten den Weg. Die Fünf gehen mit den blutigen Fängen und Klauen zu Werke. Kopf, Herz, Hände, Zähne und Augen. Alle zusammen bilden die Fünf, denn unser sind viele. Das Messer huldige dem blutigen Ritual, blutrote Rückkehr an meinem dunkleren Ort, Fleisch erkaltend durch die fließende Tränen, zerfetzen, zerschneiden, aufschlitzen, erkunden der weinenden Wunde und ihrer trauernden Seele, denn unser sind viele. Und ein Messer ist sein Symbol. Okay. Mir scheint, das sind einige sehr seltsame, gestörte Persönlichkeiten, mit denen wir es hier zu tun haben. Wow. Was?
Das sah etwas seltsam aus. Und da drüben ist schon wieder so ein Herz. Mal gucken, wo wir da hinkommen. Zu einer Kirche, wie es aussieht. Geschafft. Hier sind lauter Hunde, die tun uns aber nichts, die bellen nur böse. Okay. Nettie? Ah, hallo Mike. Gut, dass du hier bist. Wie hätte ich dein freundliches Angebot ausschlagen können? Als könnte ich jemals Nein zu dir sagen, Agnetta. Kannst du ja auch nicht. Ich bin nun mal unwiderstehlich. Ich hoffe, du hast die Akte gelesen, die ich dir gegeben habe. Und zwar gründlich. Zwischen den Zeilen findest du die Hinweise. Hast du meine Sachen? Komm rein, Cherie. Weißt du, auf dem Weg hierher habe ich über diese dunklen Seelen nachgedacht. Wenn die so verdammt gefährlich sind, wieso haben die Ahnen sie dann nicht einfach zerstört? Weil das unmöglich ist. Ihre Macht beruht auf ihrer Unsterblichkeit. Sollte es dem Bösen jemals gelingen, diese unsterblichen Seelen zu seinen abscheulichen Sklaven zu machen, kannst du dir das Gemetzel ja vorstellen. Eine unsterbliche, unschlagbare Armee würde über die Erde hereinbrechen. Es wäre die Apokalypse, Shadowman. Es wäre das Ende. Schon gut, schon gut. Ich muss also vor dem Bösen zu diesen dunklen Seelen gelangen. Das habe ich jetzt kapiert. Aber wo kann ich sie finden? In Govi. Alle Govi wurden mit dem stärksten Voodoo-Zauber versiegelt. Selbst die größten Bokors oder Mambos können sie nicht öffnen und die dunklen Seelen darin freisetzen. Glaub's mir, ich hab's versucht, aber ein Shadowman oder etwas noch Mächtigeres kann es vielleicht schaffen. Setze die dunklen Seelen frei und nimm sie in dich auf. Aber beachte dies, die dunklen Seelen bestehen in ihrem Wesen aus purem und uraltem Bösen. Sie besitzen eine Macht, die nicht missbraucht werden darf. Ja, ja, ja. Lass es uns endlich hinter uns bringen. Meine Sachen hast du. Voilà. Hier sind sie. Ich habe solche Angst, Mikey. Du musst mir helfen. Bitte hilf mir. Er lebt und leidet Schmerzen. Ich muss ihm helfen. Er ist tot, Mike. Das weißt du doch. Ja, ich weiß, aber ich habe gesehen... Es ist ganz verständlich, dass du immer noch starke Gefühle für deinen Bruder hast. Deswegen funktioniert bei dir ja auch sein Teddy. Und verbinde dich mit dem Reich der Toten. Gebrauche ihn jetzt, Mike. Geh ins Reich der Toten und suche Jaunty. Er wartet vor den Markttoren auf dich. Er wird dir etwas zeigen. Gut. Und Mike? Ja? Falls du mich brauchst, ich werde hier sein. Jetzt such Jaunty und schnapp dir diese dunklen Seelen. Und jetzt haben wir endlich unsere Waffe. Die in der Welt der Lebenden bloß eine Pistole ist. Aber im Reich der Toten ist sie extrem stark. Mike, es ist keine Zeit zu verlieren. Benutze Lukes Teddy und geh ins Reich der Toten. Ja, Madame, lass mich mal bitte hier reden, ja? Gott. Und Lukes Teddy ist sozusagen unsere... ja, Reisemaschine. Mit der wir uns zuvor... gefundenen Orten immer teleportieren können. Und warum der Teddy oder wieso der Teddy funktioniert ist, bei einer Taxifahrt gab es glaube ich irgendwie eine Schießerei oder einen Unfall und da sind die Eltern und der kleine Bruder von Michael Leroy, also unserer Spielfigur, gestorben. Und er gibt sich daran die Schuld. Deshalb kann er mit diesem Teddy halt ins Reich der Toten gehen. Hoppla!
Und wir sollen zwar ins Reich der Toten gehen, aber hier gibt es noch etwas Kleines, was wir einsammeln können. Das uns zwar im Reich der Toten nicht viel bringt, aber besser man hat, als man hätte. Mir geht langsam die Luft aus. Hier vergeude ich nur meine Zeit. Ich sollte einfach Lukes Teddy benutzen und ins Reich der Toten gehen. Ja. Kannst ja gleich, mein Freund. Kannst ja gleich. Muss man doch rüber in das Haus. Mir geht langsam die Luft aus. An diesem verbackten Krokodil vorbei. Und hier sehen wir auch schon so einen Gobi. Aber wir holen uns erstmal das schöne Ding hier. Das wird mir sicher von Nutzen sein. Eine Schrotflinte. Und wie wir sehen, wir können das Ding nicht aufmachen. Egal wie sehr wir auch drauf ballern. Und da würde ich mal sagen, wir gehen ins Reich der Toten. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir benutzen den Teddy oder wir sterben einfach. Ich bin der Herrscher über das Reich der Toten. Schatten geboren am Zusammenfluss der Welten, um zwischen beiden hin und her zu wandern. Dem Reich der Lebenden mangelt die Bedeutung, die mein nicht lebendes, nicht totes Sein an diesem Ort besitzt. Dem Reich der Toten, wo die Dunkelheit sich offenbart am Ende des Verstands. Als Gott trete ich hervor, auf dem sich windenden, stinkenden Körper der Schlange im Reich der Toten. Welcher Art ist hier der Schlaf? Welche Träume lauern in den bedachtsamen Windungen der Schlange todbringender Zuckungen? Waffe in der Hand. Meine Hand im Bogen den Todesstoß führend am Ende aller Dinge. Das Grauen. Das Grauen. Ich gebe mich ihm hin. Und was wir dann alles im Reich der Toten erleben werden, das werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Bis dahin, haut rein und ciao!